13 Wochen lang musste er warten. Am vergangenen Wochenende war es dann soweit. Davor Lamesic feiert sein Comeback bei den Flyers Wels. Im November ist der Profibasketballspieler an Corona erkrankt. Wegen Long-Covid musste der Kapitän fast 3 Monate lang vom Spielfeldrand aus zusehen. Man ist rostig, man ist richtig rostig. Ja. Man kennt das, wenn man vielleicht ein paar Wochen nichts gemacht hat. Aber das waren, wie gesagt, doch 7 Wochen nichts tun, inklusive Krankheit. Und das war schon sehr hart. Das war sehr hart und jetzt hier zurückzukommen, war nicht ohne. Und ich bin sicher nicht bei 100%, aber ich bin einmal froh, am Feld gewesen zu sein. Froh über das Comeback sind auch Fans, Teamkollegen und die Betreuer. Denn der 38-Jährige ist eine österreichische Basketballlegende mit fast 800 Spielen in der Bundesliga, alleiniger Rekordhalter. Zudem wirft er auch Körbe für das österreichische Nationalteam. Enorm wichtig. Das Problem wird, glaube ich, nur sein, dass wir jetzt einfach versuchen müssen, da nichts zu überstürzen. Das hat man heute gesehen. Für ihn ist es ganz wichtig. Kommt einfach von einer sehr schweren Erkrankung. Das hat ihn richtig erschüttert. Ich glaube, man merkt auch, wie sehr er sich auf das Spiel gefreut hat. Ich freue mich total für ihn, dass er zurück ist. Als Aushängeschild für die Jungen, als Liga-Legende, da zurückzukommen. Und ich bin wahnsinnig begeistert. Letztes Spiel mit seinem Statement, wie gesagt, Corona wird sicher nicht seine Saison beenden. Ich glaube, er wird die Zähne zusammenbeißen und immer stärker werden nach wie vor. Wir brauchen ihn. Denn dass ein Kaliber wie Davor Lamesic fehlt, sieht man auch an den bisherigen Ergebnissen in dieser Saison. Die Flyers liegen aktuell auf Platz 9 in der heimischen Bundesliga-Tabelle. Neben den Corona-Sorgen kämpfen die Welser auch mit vielen Verletzten. Ich glaube, dass es heuer unfassbar schwierig ist, da eine Bilanz zu ziehen. Wir sind so erschüttert worden von dieser Corona- und Verletzungswelle. Wir hatten ein einziges Spiel mit dem kompletten Kader. Das haben wir beim amtierenden Meister mit plus 20 Punkten gewonnen. Seitdem kämpfen wir jede Woche mit anderen Corona-Fällen, Verletzungen, Langzeitverletzungen. Wir haben Spieler, die gar nicht mehr zurückkehren werden heuer. Wir verlieren Spiele extrem knapp, zweimal in der Verlängerung, trotz der ganzen fehlenden Spieler. Und das tut weh, wenn man auf die Platzierung schaut, auf der anderen Seite kann es sich vielleicht auch zusammenschwärzen für den Rest der Saison. Wegen der vielen Verletzten setzen die Welser auf ihren Nachwuchs. Gegen das tschechische Spitzenteam Pardubice im Alpe Adria Cup haben gleich 3 17-jährige Talente ihre Chance bekommen. Es war einfach, das Gefühl ist so geil am Spielfeld zu sein und einfach mit seinem Team die Partie zu spielen und es ist einfach kann man nicht beschreiben. Er freut sich irrsinnig, dass er den Sprung geschafft hat und dass er jetzt auch wirklich so dabei ist, hat lange darauf hingefiebert. Und er möchte sich alle Türen damit öffnen und hat große Vorsätze, würde ich sagen. Ganz wichtig, man kann mit Profispielern trainieren, was man will. Es gibt nichts so viel Auftrieb und auch so viel Erfahrung wie am Spielfeld. Aktuell müssen die Youngsters aber noch Lehrgeld bezahlen. Im Alpe Adria Cup gegen Pardubice gibt es eine deutliche 79-50 Niederlage. Immerhin gehen aber 11 Punkte der Flyers auf das Konto des Rückkehrers Davor Lamesic.